ihr wisst schon, dass ihr hier nicht zum Umrauchen und zum Kaffeesaufen da seid, sondern um zu bauen. Absolut. Ah ja, die heutige Jugend hey, ist schon im Ganz da, so früher. Mit diesen Worten heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play. Sie können sagen Farming Simulator. Zum Let's Play Watch Dogs 2. Über Muni 97. Und ich nehme gerade die klassische Musik, die bringe ich aber wieder auf meinen Mittelpunkt. Ich möchte so gerne das Auto haben. Aber ich weiss, wenn ich das jetzt stellen würde, dann hätte ich schon wieder die Polizei im Sack. Wir wollen heute sehr lieb sein. Ich möchte jetzt auch den Kollegen Mutzenmist grüssen. Hallo Mutzenmist, wo Watch Dogs 2 Let's Play was macht, wo ich häufig im Verfolgen bin. Unter ihm, durch seine Spielart, viel mehr aufgenommen habe als Watch Dogs 2. Und heute mal nicht so ein auf Story ausgehen, sondern mal ein auf Nebenmissionen, auf die Landschaft und so weiter und so fort. Watch Dogs 2 bietet eigentlich ganz viel mehr als nur die Hauptmissionen. Und ich möchte dann mal ein bisschen nachgehen. Ich möchte Level steigen und für das gibt es in meinem Handy. Wo ich übrigens so starte, mit der Tabulator-Taste ganz viele Sachen. Driver SF, mit dem kann ich wie Taxifahrten machen. Oh jö! Oh Hüngli! Ich möchte es jetzt zum Test lieber Urti überfahren. Aber, oh ist das herzig. Kann ich dem etwas machen? Geh wieder zurück zu mir. Komm doch! Komm du herzig Schnudi! Streicheln! Und du bist so süß! Oh jö! Ja gut so, du und ich, wir wissen wie es läuft. Ja, du bist so herzig. Nein! Bleib doch da! Ich dachte, kein Besitzer mehr. Hey, Hundi! Was hätte ich da für ein Fenster? Ah, das sind High Targets, die gut Geld geben. 25 hat er mir gegeben. Was schaffst du? Junior Software Ingenieur. Gut, dann scheiß Konto besser müssen schützen. Ich nehme jetzt wieder das Auto. Ich fahre eine Schurte kurz an den Rand. Hier haben wir vor die Haustür. Boah, weißt du, eine geile Wohnung hier. Nur ein geiles Haus. Aber wie gesagt, man kann das Geld machen, dann tut man gerne Fotos. Dann kann man so Targets auswählen und dann kann man ein Foto machen und bekommt Follower. Das war ein Instagram. Driver SF, Art wie ein Uber-Dienst. Ja, es gibt Apps. Jawohl, man kann sich Apps abladen. Auto auf Abruf. Das kaufe ich mal. Das ist nämlich eine App, wo man sich ein Auto bestellen kann. Oder vielleicht, wo man sich kaufen kann. Ich kann dann einfach abrufen. Den möchte ich gerne haben. Ah, das ist auch der Top auf dieser Straße. Oh, da gibt es auch einen Stau. Jo. Easy, bewacht das hier, kein Ding. Hier ist jetzt mein Auto zum Abholen. Und dann gehen wir heute mal ein bisschen die Freizeitaktivitäten machen. Hallihallo, Cyberdriver. Das Ding, das richtig abgeht. Gut, jetzt müssen wir schauen. Was habe ich hier auf der Map für ein blaues Ding? Das sollte ich zuerst anschauen. Also da, ich sehe noch einen mehr, der Kaffee trinken kann. Das muss auch alles hier oben drauf. Komme ich da irgendwie rauf? Auch hier drüber. Nice! Was haben wir hier? Mitnehmen. Lackierung zu Auto auf Abruf hinzugefügt. Alright. Cooles App, das Auto auf Abruf. Da kann ich mir meine Auto bestellen, die ich gerne möchte. Was sind denn schon so für Apps? Hier haben wir den App Store. Media Player. Hol ich mir auch mal.
Finde Musik in der Nähe und identifiziere den gehörten Song mit Song. Oh, nice! Das ist eine Art wie Shazam. Und wie man es echt sagt. Director's Cut, wähle einen Filter, der dir gefällt und wende ihn als Objekt an. Hoffen wir auch mal. So, ich glaube alle Apps sitzen. Cool wäre es, wenn es so Updates geben würde. Vielleicht mit dem Auto rassen die über dem Armaturenbrett links und rechts für so seine Kameras auch schon. So. Gut. Jetzt schauen wir mal. Was können wir auf der Map machen? Koop-Spiele. Wo bin ich jetzt überhaupt? Hier bin ich. Was sind wir hier? Forschungspunkte. Mit Hilfe von Forschungspunkten kann man Upgrades für die Forschungs-App herstellen. Da gehen wir jetzt her. So, gehen wir schauen. Bei uns sind wir lockig daher. Ich nicht, dass es weiterging, wenn ich es fahre, wie es würde explodieren oder irgendetwas würde so Gas auslaufen. So. Ah, hier ist doch das Ding auf dem Bild. Hacken. Wir müssen jetzt dem Ding folgen. Und ich mit der Kamera güchseln. Das verfolgt mich. Ah, das können wir schon. Die Hanfplantage. Hier zu dem Kasten. Okay. Ich weiß aber, wie ich schon zu dem Kasten herkomme. Vom Stadtgebiet. Zu dem Eingang, wo ich in diesem Part hinten war. Hier. Dann kann ich mal ein bisschen Ladung abziehen. Jetzt muss ich einfach hier schön rumlaufen. Und nachher nehmen sie sein Handy. Jetzt ziehen sie auf. So. Gut, jetzt gehen wir da her. Nein, nicht Kamera. C. So, hierher. Ich muss schon entsperren. Boah, wie sneaky, was ich bin. So, der schläft sicher noch, der ist nicht tot. Nehmen wir wieder zu. Und gehen Sie zurück unsere Forschungspunkte reisen. Jawohl, das Auto lädt schon an, wenn ich noch nicht auf dem Fahrsitz bin. Nur weil ich von eingestiegen bin, ist schon ein geiles Auto. So. Jetzt. Nice, habe ich Forschungspunkte bekommen. Forschungspunkte sind die Sachen, wo ich nachher Sachen lernen kann. Sexy. Gut. Was gibt es denn für Aufgaben? Wenn wir mal eine Fahrermission machen, komm. Was machen wir jetzt genau? Handy für einen? Nein. Mal mit Tab. So. Dann haben wir das Driver-Dings. Komm, der will Lift, die nehmen wir jetzt. Man kann ihn nach Belohnung sortieren. Ah, jo! Desto mehr Sternen mehr, desto mehr Belohnung können wir. Ah, desto mehr Punkte, Follower. Komm, die gehen wir jetzt reichen. Fahrt starten. Müssen wir die zuerst reichen. Die ist 2 km von mir entfernt. Ist mit unserem Luxusmobil, mit unserem Fastmobil kein Ding. Die müssen wir gepflegt haben. Ja, das Watch Dogs 2 ist eigentlich ein mega gutes Spiel. Ich habe unterdessen mal die Dings gelesen, die GameStar-Bewertung. Ich habe ja das GameStar-Magazin abonniert. Also so in Schrift, so ein Heftchen, oder? Wow! Etwas, das nicht digital ist. Ganz in klassischer DZ-Manier. Etwas auf Papier und nicht online überwachungsmässig. Ist jetzt gleich. Ich habe das Magazin abonniert. Und da ist auch ein Bericht drin vom Watch Dogs 2.
Und ich fand das Spiel auch sehr gut. Ich bin mit der Story und mit den Charakteren begabend zufrieden. Wie euch jetzt erklärt, die Charaktere sind jetzt nicht der Brüller. Aber sie machen eigentlich Spass. Es ist ja ein bisschen crazy. Aber ich glaube, das passt zu dem Spiel im Institut, dass das Spiel ein bisschen crazy ist. Und das müssen wir meiner Meinung nach gar nicht verurteilen. Was mich gezwungen nimmt, gibt es eine Ego-Perspektive in diesen Fahrzeugen? Wäre immer mega fett. Mir gefällt es eigentlich. Und mit euch, das gibt es so für so Zwischendurch-Missionen. Ich sage so, so wie den Uber-Spiel zu machen oder so Fotograf-Aufträge, also ins Instagram und so Anlehnung an die Realität, wie auch hier sind Google Noodle heisst so Zeug, finde ich viel besser als im GTA. Und es ist so nebenmissionenmässig, gefällt mir auch sehr. Eben der Kanomotsimist, der macht so ganz, also der macht das Let's Play von Watch Dogs 2, also könnt ihr dort sicher mal in einem jungen High Target. Ja, ja, mit viel Geld, ein guter Item. Und ich will jetzt ein bisschen seinen Stil abbringen, ich mache viel mehr Nebenmissionen. Und finde ich ziemlich cool, also ich bin ihm gesehen, aber denkt, das wollte ich die Folge auch ein bisschen einbringen. Dass wir noch ein paar Missionen machen, ein bisschen machen, was wir auf der Straße anfinden und nicht einfach so eine Story nachher einführen. Zum einen ist es gut, dass man so ein bisschen Level und Geld und so ein bisschen farmt und sich so vielleicht auf Missionen ein bisschen besser vorbereiten kann. Zum anderen sicher mal eine kommende Abwechslung, die gut für das Let's Play ist. Wir sind hier im typischen San Francisco. An diesen Strassen. Nur bei San Francisco so ein bisschen hügelig ist eben. Und dann haben wir flach statt drauf fertig. Hätte ich glaube nicht schlechter gebracht. Dann ping ich schnell an. Nimm nur die 499 mit. Was, wer bist du? Der Makler Tom hat sich einen Foodtruck zugelegt. Viel Fallmanager. In einer Bank. Alright. Immer so die mit Software und Banken zusammenarbeiten, kann ich gut hacken. Und genau, was er auch viel gemacht hat, sind auch so Leute gehackt, für ein bisschen Geld zu bekommen. Da hat man zum Beispiel Ladung, da hat ein bisschen Kohle, da hat Kohle. Dann kann ich das ablassen. Wer glaubt denn noch an diesen U-Tom? Das ist doch cool. Das ist offensichtlich eine als New-Age-Kirche verkleidete Gelddruckmaschine. Die nehmen in der Regel die Ungebildeten und Älteren ins Visier. Aber die haben Zulauf von intelligenten, wortgewandten Promis. Was ist da los? Und wie kann ich da mitkassieren? Okay, wir sollten noch in Range spielen, wenn wir noch weiterhören. Einfach so ein bisschen umfahren und den Leuten zulassen, ist sicher auch cool. So, ich warte jetzt auf meinen Uber-Kollegen oder meine Uber-Kollegin. Ich habe den Uber mal angenommen. Oh, du siehst aber speziell aus. Hallo, easy, die geschlagen. Fahren wir mal zuerst zum Coit Tower. Unterwegs erkläre ich mehr. Easy. Ich bin Liv, Daredevil Liv. Okay. In der meiner Devil Online-Show Liv. Vollbringe ich waghalsige Action-Heldentaten. Hatte gehofft, sie helfen mir bei meiner nächsten. Klar, hört sich gut an. Siggi. Ich zeichne die ganze Fahrt auf. Seien Sie nicht kamerascheu. Welche Seite sieht besser aus? Hey, Adrenalin-Junkies! Hallo! Startklar und abflugbereit. Wie heißen Sie? Will. Auf in den Himmel, Will! Ah, Moment, zuerst haben wir hier noch etwas mit viel Geld. Wenn wir die aus Geld abknöpfen. Merci, wie mal. Auf in den Himmel, Will! Ich wäre dann bereit für den ersten Sprung. Easy. Also müssen springen. Oh, Siggi. Jawohl. Geronimo! Ui! Ein Naturtalent! Doch, kein Ding. Ich hab Achterbahnen immer gehasst. Im Ernst? Oh ja, absolut. Und man kann das sehr schwer verbergen, wenn einen die Freunde auf jede Achterbahn schleppen. Und jetzt sind sie so drauf. Wie cool! Oh, wieso kann ich damit das Geld nehmen? Schade. Weil der Wutze müsste so viel den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Ich glaube, das könnte man orientieren und unbedingt eine Drohne. Und
Ich brauche Geld. Und jetzt flieg und sieg! Supersprung! Boom! Finde ich auch Supersprung. Ah, wir werden jetzt noch Sterne bewerten, das ist eine Überbewertung. Einfach wie viel, was wir jumpen. Das Beste an Achterbahn ist der lange Anstieg am Start. Die Spannung steigt. Holy, wie ein Mitspiel. Tick. Oh yeah! Und das Gefühl im Magen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl so mag. Wow, shit. Hat ihr Kanal so? Und eine Million. 100 Millionen. Das hier bringt mir einen Haufen Views. Ja, das glaube ich, dass du unter einer Million hast. Das heißt, dass du nur eine hast. Das ist eine geile Angabe. Unter einer Million. Jetzt hast du mir gefragt, wie Abonnenten. Ich muss es so beigeben, dass ich sagen kann, unter einer Million. Klar, aber als ich anfing, kam ich echt lange nicht über 10 oder 12 hinaus. Also wahrscheinlich nur Mom und Dad. So, jetzt geben wir da noch richtig Schei. Wir müssen die 5 Sterne reichen. Kommt. Jetzt heben wir mit dem Baby ab. Hohes Tempo. Hochspringen. Mal sehen, wie lange wir oben bleiben. Cool. Legen wir los. Boah. Ein Naturtalent. Boah. Nicht schlecht. Seit ich waghalsigere Sachen mache, jagt das den Fun-Faktor ordentlich hoch. Das Publikum will durch mich einen Adrenalinkick erleben. Dann wollen wir sie doch nicht enttäuschen. Geben wir ihnen, was sie wollen. Supersprung. Leider nur für 4 Sterne gelangt. Egal. Wir müssen es jetzt hier abladen. Die Mission kennt jeder Mops, wir haben das schon gemacht. Ich kann ziemlich nice driften. So. Danke, Liv. Rufen Sie mich jederzeit an. Danke vielmals, Will. Hat Spaß gemacht. Sie sind echt der Hammer. Oh, merci für das Kompliment. Aber du siehst ein bisschen crazy aus. Mädchen, crazy. So. Jo, 4 Sterne. Das uns Abonnenten gebracht und das 7000 Geld. Und wenn wir den 10 haben, bekommen wir den Führerschein. Es gibt nochmal 8000 Fans. Und 25 bekommen wir den Strassenkönig. Alright. Dann gut, können wir sicher zwischen nochmal so eine Macht, eine Mission. Und dann machen wir auch noch so eine Scout-Mission. Wo wir etwas einfach gut abfetteln. Schau mal, das schöne Bild. Das holen wir uns. Wir noch ein unser Instagram aufpolieren. Und dran die DeadSec-Seite verlinken, um ein paar Follower abzugreifen. Ich sehe, dass wir sie marketingtechnisch sehr gut unterwegs. Aber hier haben wir noch so einen Forschungspunkt. Da holen wir uns zuerst noch. Wir müssen unsere Fullvision anlassen. Hier innen. Okay, ich kann da die Kamera holen. Alright, das ist auf dem oberen Stock. Hier sieht es nach Polizei aus. Mitnehmen. Gehen wir hier mal rauf. Du hast nur die Wunge, nimmt Taser Gun. Wie tut man Waffen richtig rausnehmen? Man muss jetzt schon die. Lol, ich kann. Gesten machen. Wuhuhu! Oh, sorry, ja, ich mache mir von Sword Platz. Tut mir ja leid. Hey! Hey! Du Dumpfbacke! Ich hab das Recht, sauer zu sein. Glaubst du, du bist allein auf der Welt? Tut mir ja leid. Das lässt dich nicht aber drum. Ich kick deinen Arsch von diesem Scheißplaneten. Hey! Jetzt langst du mir aber. Ganz cool! Nein, lassen Sie mich! Ja. Gut, also, haut den Latz. Du wollt mich einfach da haben, schlag mich einfach ab. Dann kannst du Müll suchen, ob du etwas findest, um gegen mich etwas zu machen. Rausschauen. Nein, ich will doch nicht. Das ist klar. B ist der hier. N.
sein. Etwas so. Das ist Map. G. H. J. K. L. P. O. I. U. Z. T. R. Ich weiß nicht, wie man mit der Waffe umgeht. Dann gehen wir jetzt einmal die Steuerung. So wie Zeit muss jetzt mal sein. Einstellungen. Maus und Tastatur. Steuerung anpassen. Interagieren. Ausrüstungsraster. Ah, Q wird es auch sein. Q. Die hast du natürlich nicht ausprobiert. Elektroschocker. Dann nehmen wir jetzt mal mit. Kann ich sicher mal wegtasern. Oh je. Haben Sie einen Dollar? Ja, Honey. Zu dir. Lade ich noch. Kann ich dir nicht Geld geben? Ich war halt so gütig. Schönes. Trockenstübli hast. Was hast du denn darauf? Stop greedy. Verstehe ich nicht. Hast du etwas dabei? Ich kann mal mit dem Chat beobachten. Da, Geld. So. Jetzt gehen wir hier schauen. Jetzt müssen wir mitnehmen, für unseren Dingspoint zu bekommen. Kann ich das theoretisch auch hier machen? Ah, oh, das haben sie gehört. Oh, Pum! Ich bin unschuldig! Nein! Keine Unterstützung! Ach, das muss ich jetzt haben. Hier, etwas mitnehmen. Forschungspunkt, nice. Gehen wir hier rauf. Hier war doch schon noch irgendetwas. Dort ist noch etwas. Überall die Sachen, die man nehmen könnte. Finger. Ha, es gibt so viel, man könnte machen. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe jetzt eine Perspektive. Jetzt habe ich genug Forschungspunkte. Und jetzt tue ich dann mal etwas investieren. Social Engineering. Was haben wir hier? Jetzt schauen wir mal einfach hier. Warte. Oh, das da hier. Erzeuge eine Ablenkung, nehmen wir drückt. Was heisst das da? Roboter-Exploits. Erzeuge eine Ablenkung durch Roboter, indem du mit dem Ausdruckhalter Zeuge drückst und weitere Optionen. Dir mal das Bild dazu anschauen. Yo! Alright. Löse Tore und Dampfleitungen aus, wenn gegnerische Fahrzeuge sie passieren. Drücke F. Wie zeitlich vorgesehen. Nehmen wir es mal. Ich kenne es mit dem Roboter. Also sind zwei Forschungspunkte. Ich glaube, wir haben zuerst mal den ersten. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Das wäre vorhin beim Taser sehr gäbig. Darum nehmen wir es gerade. Instant. Jetzt haben wir überall sicher den ersten Mal erforscht. Jetzt haben wir aber zu wenig Geld mehr. Und die werden langsam wieder wach. Hier kann ich nichts mehr machen. He. Gut. Bestätige Ziel. Okay, ich habe es überlebt. Alles gut. Über die Straße. Das Auto nehmen. Das ist cool, also ich das hier vorstelle, dass ich alle Fahrzeuge nehmen kann. Und es ist gerade ein guter Punkt. Wir sehen im Handschuhfach geplündert. Jetzt haben wir da ging Sachen plündern. Und ich habe gesehen, dass es ein Pfandhaus gibt. Und dort kann man, glaube ich, Zeug verkaufen.
Ich will nicht schnell reisen, ich will in alter Manier herfahren. Schauen, ob wir dort unsere Zeug verkaufen können. Holy shit, geht das Carry ab. Vor allem die Handbremse, das ist ja mal die Handbremse des Todes. Oh shit, habe ich die mitgenommen. Alright. Jetzt gehen wir noch die Fundhaus. Ich wollte auf Instagram etwas machen. Das Foto schiessen, aber ich bin auch nicht dazu gekommen. Darum gehen wir zuerst in die Fundhaus. Dann gehen wir vielleicht mal heute das Foto schiessen. So, da ist das Pfandhaus. Hier ist ein Stripclub. So, fahren wir noch schön her. Und schauen wir mal. Hier im Pfandhaus schauen. Saletti, einkaufen. Kann ich auch meine Sachen verkaufen? Sagen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen. Verkaufen alle Wettsachen. Nice. Für das kommen wir daher. Aber kaufen kann ich nichts. Nur Munition, sehr wahrscheinlich. Ich nehme meinen Beruf sehr ernst. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ja, er hat 35.000. Wiedersehen! Ich habe vorhin gesehen, dass wir nicht mehr viel Kohle. Aber wir müssen das Geld abnehmen. Hier. Gehen wir in die Ladung. Merci für dein Geld. Ich will auch mal wieder ein bisschen Geld für einen Bedürftigen. Ich wollte ihn zulassen, ich wollte deine Kohle, das ist alles, was ich will. Und jetzt können wir natürlich ein Instagram-Foto machen. Wir wollen ja. Alright, das Bild mit diesem Typi. Geht hier um die Ecke. Schauen wir doch dort hin. Yo. Hast du keinen Führerschein? Moho, den habe ich eigentlich. Okay, dann holen wir mal mit dem Kamerali, machen wir ein Selfie mit dem Kollegen Essig und gewinnen heute 8000 Follower. Hier sollte noch irgendwo Geld sein. Hier. Yo, Sitara. Ich bin neugierig wegen deiner Poster. Die sind gut, echt gut. Wie Kunst. Scheiße, Mann. Die sind Kunst. Ich weiß nicht, Mann. Mit Street Art kenne ich mich gar nicht aus. Dann musst du wohl mein Schüler sein. Ja. Ich schicke dir einen Treffpunkt. Wir sehen uns da, wenn du ihn hacken kannst. Neue Operation wie gemalt. Du hast aber nicht mit Plakat sehen, was hier das Geld. Mitnehmen. Silberring. Gut. Ich sage, das war ein gutes Ende von diesem Part. Mit dem wir noch sehr viel Abwechslung drin hatten. Ich habe vielleicht eine Hauptmission gemacht, aber ganz viel Abwechslung drin gehabt. Ich danke dir, dass du zu schauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Watch Dogs 2 wieder. Bis dann, bleibt super, frisch und munter. Das haben wir uns jetzt wunderschön. Wir sind auch hier im Chinatown. Kann das sein? Ja! Mit dem Anblick ins kleine China von Chinatown bin ich euch verlassen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao zusammen. Hey, was tust du denn da?